Hallo und willkommen zurück. Es gab jetzt eine verdammt große und lange Pause zwischen dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, und diesem Zeitpunkt, also dieser Aufnahme. Ja, es ist Folgendes passiert: Die Aufnahme war fertig, hat dann eben ein bisschen gebraucht, um geschnitten zu werden, Ton rüber zu packen und so weiter und so fort. Und dann habe ich die neue Aufnahme gestartet für den Teil, in dem wir uns jetzt befinden. Und ich habe vergessen, es aufzunehmen. Ja, das ist wirklich passiert. Das heißt, den nächsten Teil, den kenne ich. Und beim letzten Mal war der Stein hier auf diesen Rollen und jetzt haben wir ihn einfach gedrückt. Das habt ihr nicht gesehen, weil ich das gemacht habe, aber ansonsten ist nichts weiter passiert. Jetzt werden wir einfach weitergehen, indem wir Schrufeline sagen, sie auf den Stein gehen und dann wird es auch weitergehen. Ich werde natürlich die meisten Lösungen schon kennen, weil ich sie, wie gesagt, schon gespielt habe. Entschuldigung, was? Grantig, die Dame. Schau mal, Schrufeline, wir haben dir einen Stein besorgt. Du kannst jetzt da runterkommen. Einen schöneren habt ihr nicht gefunden. Oh, ich werde dich. Du blöde. Laura, nicht. Lass mich das machen. Schrufeline, würdest du bitte den Stein wechseln? Klar, kein Problem. Danke. Siehst du, Laura, sie ist doch ganz nett. Robert, sie wird da nicht runterkommen. Ganz richtig. Aber warum denn nicht? Gib mir einen Grund. Ich kann mir die Lösung schon denken, wir müssen flirten. Und, wie geht's? Wie steht's? Oh, gut. Ich bräune mich nur ein wenig. Warum willst du denn braun werden? Ich finde, das Grün steht dir super. Wirklich? Wirklich. Ich hatte mal einen Kaktus, den ich sehr geliebt habe. Du erinnerst mich an ihn. Oh, danke. Weißt du, ich höre nicht oft Komplimente. Das glaube ich nicht. Ich schon. Oh, na, du bist mir einer. Was willst du nur mit dieser Gewitterziege neben dir? Ach, Laura kann echt nett sein. Woher willst du das wissen? Sie ist eben sehr energisch. Ich bin nicht energisch. Ich bin ansteckend. Süße, ich finde, du bist echt nett. Nein, du bist echt nett. Nein, das ist echt widerlich. Oh, nochmal vielleicht? Meinst du könntest ein kleines Stück auf den Stein da hüpfen? Was, bekomme ich denn dafür? Was hättest du denn gern? Weißt du, ich kann gerne was suchen, um mit dir zu tauschen. Sowas mache ich andauernd. Ein Kuss würde mir vollkommen ausreichen. Dann würde ich doch sterben. Oh, du bist so süß. Ja, man will sich am liebsten übergeben. Na fein, Süßer. Für dich hüpfe ich rüber. Sich das anhörte. Wie eine falsche USK-Einstufung. Na fein, für dich hüpfe ich rüber. Okay. Jetzt war sie so nett und wir können den Korpus nehmen. Ungewöhnlich leicht. Muss ein hohler Asposa gewesen sein. Jetzt fühle ich mich schlecht. So, Korpus. Das sollte halten. Und jetzt fehlt noch etwas, der Arm. Ich baue mir einen Asposa. Was macht er denn da? Er spielt auf seiner Nasenflöte. Flötennase. Er hält das erste und letzte Nasenloch zu. Kannst du das auch? Ich meine, sogar die Statue kriegt es hin. Versuch es. Yeah, ein neues Spielelement. Mit den Tasten 1, 2, 3, 4 kannst du Töne spielen. Halte dazu ein oder mehrere Tasten gedrückt. Weiterspielen. Und er hat die Tasten 1 und 3, glaube ich, gedrückt gehabt. Nein? Okay, dann 3 und 4. 2 und 4. Hä, er hat doch. Moment. Ach, 1 und 4, ja.
Ja, das habe ich irgendwie sehr schnell vergessen. So. Machen wir nochmal Flöte. Flötennase, deine Nase ist echt seltsam. Aber gut seltsam. Auch beeindruckend seltsam? Eins zu viel, Flötennase. Ach Mensch, ich hätte aufhören sollen, als ich gerade vorne lag. Puh. Seine Nase hat wirklich was drauf. Hier hat mein Vater die Aufzeichnung gemacht. Siehst du da? Die Skizze aus dem Lichtspiel. Ein Ring in einem Ring in einem Ring? Siehst du den Pfeil? Dort muss irgendwas versteckt sein. Aber was? Und wo? Aha! Oh! Was zur... Ihnen ist unser Wandgemälde aufgefallen? Es heißt Ringeding-Ding, was so viel bedeutet wie Unendlichkeit. Gemalt wurde es vor 200 Jahren von dem bedeutenden Maler Cavanossa Canusostri. Aber mein Vater hat es gezeichnet. Cavanossa Canusostri war Ihr Vater? Den Namen hast du dir doch gerade ausgedacht. Was stellt es dar? Also ich finde ja, es sieht aus wie die Ringe der Windkapelle. Aber ich bin kein Kunstkenner. Windkapelle? Und was ist das hier für ein Ort? Gut, dass Sie fragen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Dynastie. Sie bekommen nun Ihre Gästeausweise und einen Weichkeks umsonst. Danke. Im Namen unseres Teams wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der Keks war lecker und wirklich weich. Wir bitten auf, Ihr Gepäck selbst zu achten. Keine Fotos, keine Phosphors, kein lautes Atmen, nichts anfassen. Eltern haften für Ihre Kinder. Danke. Der Typ wird so furchtbar. Was ich hier sagen wollte zu der Skizze, ein Ring in einem Ring in einem Ring, ein Ring in einem Ring gibt es bei Gabriel Knight in Benin, wo man diese Szene hat mit den Zombies und dieser Schlange. Wer es gespielt hat, weiß, was ich meine. So, wir können uns ein paar Sachen angucken und wir können mit Steve reden. Und ich werde mir die Sachen alle angucken. Eine Quaste. Sehr gut. Jetzt kann ich etwas dekorieren. Solange der Kerl nicht herschaut. Die Skizze, da ist nämlich nochmal was. Die Stecknadeln kann man nämlich leicht übersehen. So viele Nadeln. Reminepo wollte offenbar absolut sicher gehen, dass sein Werk auch hängen bleibt. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Gut, dann die Zeichnung nochmal. Wir müssen den Ort mit diesen Ringen suchen. Egal, was Reminepo darin versteckt hat, er wollte, dass wir es finden. Ich lasse sie einfach da hängen. Hier sieht sie klasse aus. Sehr klasse. Gut. Ich weiß ja schon ein bisschen, also ich weiß den nächsten Abschnitt ja eigentlich. Wir müssen die Quaste hiermit kombinieren. Warum, wird sich uns gleich erschließen, wenn wir nochmal mit Steve reden. Und die Stecknadeln auch darauf. Genau. So, dann hier sind Mauersteine. Die sind lose. Der Mauerstein steht etwas hervor. Genau, und hier? Der Mauerstein sieht locker aus. Das wird später noch wichtig sein. Hier erstmal Kochbuch, also mit genau, Backbuch, nicht Kochbuch, aber na gut. Was ist das für ein Buch? Backen für Angeber. Von Jim Ole Wehr. Vielleicht kann ich damit Laura beeindrucken. Soll das Jim Oliver sein oder sowas? Was ist das für ein Buch? Backen, vielleicht kann ich da... Gut, wir haben es mitgenommen.
Vorhin haben wir einen Keks bekommen, das heißt eigentlich schon so ein Tipp, so ein Weichkeks. Jetzt holen wir uns eben einen Hartkeks. Okay, ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Er scheint wichtig zu sein. Denk nicht einmal daran, Bürschchen! Vielleicht lasse ich ihn noch einfach da liegen. Ein Spiegel. Darf ich den Spiegel mal... Nicht anfassen! So, haben wir angegrabbelt. Kochkäfer, Ofen, Poster, was ist Poster? Gucken wir uns mal an. Wie bringt man Kochkäfer zum Glühen? Man beleidige sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Anfängern wird geraten, härtere Schimpfwörter zu vermeiden. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Darf ich das Plakat da... Nicht anfassen! Und den Ofen? Darf ich den Ofen... Nicht anfassen! Na gut, dann schauen wir nur. Ein leerer und kalter Ofen. Und diese Kochkäfer? Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Hallo, ihr Kochkäfer. Lass sie! Die kühlen sich gerade ab! Da sind Backzutaten. Da sind Ja, das wissen wir. Darf ich die Backzutaten... Nicht anfassen! Ich wette, der Typ ist eine Beleidigung für die Kochkäfer. Ein Wunder, dass sie noch nicht verglühen. Spiegel hatten wir schon. Phosphos. Ein Phosphos. Es schwebt ganz friedlich vor sich hin. Braves Phosphos. Nein, wenn ich es in meine Tasche stecke, geht das Licht aus. Ah, okay, gut zu wissen. Laura? Das ist Laura. Rot ist ihre Lieblingsfarbe und Hintern treten ist ihr Lieblingssport. Hey, Laura. Oh je. Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, nun ja... Ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Robert, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Der hat einen Schatten. Was für ein merkwürdiger Ort. Alles hier wirkt, als wäre die Zeit ganz plötzlich stehen geblieben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, was mit meinem Vater passiert ist. Mach dir keine Sorgen. Wir finden ihn. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das kann nicht sein. Die Pforte wurde seit Jahren nicht geöffnet. Diese Leute haben ja alle solche Nasen wie ich. Ich habe vorher noch nie solche Asposa gesehen. Ich frage mich, was die Conroy getan haben, dass er ihnen die Basilen auf den Hals gehetzt hat. Glaubst du, ich gehöre hierher? Du hättest auf jeden Fall viel Platz für dich alleine. Hast du gesehen, wie vorhin die Pforte aufgegangen ist, als ich auf meiner Nase gespielt habe? Ja, das war super. Ich kann dasselbe, aber mit einer Brechstange und einer Ladung Sprengstoff. Aber das hat bei weitem nicht so viel Stil. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Nase Türen öffnen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt? Du bist wirklich was Besonderes, Flötennase. Ich habe bei diesen Versteinerten ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass du einer von ihnen bist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, Conroy schuldet dir mehr, als du wahrscheinlich ahnst. Jawohl, sehr viel mehr. Gut, reden wir jetzt endlich mal mit Steve. Das ist der Empfangschef. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, was machst du hier? Ich verwalte den Empfang. Oh, bitte. Laura. Aber der Typ ist doch vollkommen wahnsinnig. Ich bin nicht wahnsinnig, wenn es genehm ist. Sollten Sie irgendwelche Beschwerden haben, kann ich Sie gerne an meinen Chef weiterleiten. Fein. Dann will ich mit deinem Chef sprechen. Laura, mach hier bitte keine Szene. Sie haben eine Beschwerde über meinen Kollegen? Was hat der alte Sesselpupser denn wieder angestellt? Wow. Juhu, gespaltene Persönlichkeit. Ihr, seid hier also sowas wie der Chef? Bitte? Ich hatte nicht 25 Jahre am Empfang gestanden, um jetzt sowas wie der Chef zu sein. Tut mir leid. Aber nicht doch. Ihr müsst euch nicht entschuldigen.
Wozu braucht man hier einen Empfangschef? Naja, ich bin sozusagen ein Relikt aus alten Zeiten. Steve kam erst nach dem Angriff dazu, als die Herrschaften schon weg waren. Was denn für Herrschaften? Immer wenn ich daran denke, fällt mir das Lied wieder ein. Es fing so an. Oh nein, nicht schon wieder! Reg dich ab, Steve. Den Rest habe ich sowieso vergessen. Ah, ich hasse diesen Song! Genau, und diesen Song müssen wir rausfinden. Und es gibt quasi drei Abschnitte in diesem Schloss, in dieser Ruine. Und er wird immer den anderen Teil in jedem Abschnitt neu entdecken. Und das müssen wir dreimal tun. Ihr wart also schon vor Steve da? Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater war schon Empfangschef. Und sein Vater vor ihm. Und dessen Vater? Der auch. Und dessen Vater? Ja, der war auch Empfangschef. Und dessen Vater? Wie lange wollt ihr damit noch weitermachen? Mir macht das nichts aus. Ich rede gerne von meiner Familie. Das ist doch sehr nett. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Mal überlegen. Das sind jetzt 14 Jahre. Das wollte ich erzählen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Eines Morgens bin ich aufgewacht und war hier. Okay. Sehr mysteriös. Durch die Decke gefallen vielleicht? In ein Blumenbeet? Bei einer Kirche oder sowas? Tolle Kekse. Sie backen gerne? Danke. Es ist ein Hobby. Wissen Sie, beim Backen kommt es darauf an... Oh, bitte nicht. ...dass man die richtige Dosierung herausbekommt. Erst letztens, zum Beispiel, habe ich... Können wir nicht... ...mit diesem Hochleistungsbackofen diese Original-Weichkekse gezaubert, die Sie gerade gegessen haben. Haben toll geschmeckt. Wie lieb von Ihnen, das zu sagen. Seid ihr fertig? Gut. Zurück zum Thema. Wir müssen... Wie habt ihr die Kekse nur so fluffig und weich hinbekommen? Oh. Das Geheimnis sind die Zutaten. Je weicher die Zutaten, desto weicher das Gebäck. Okay, es reicht. Die Welt geht unter. Eure Kekse können warten. Aber nicht zu lange. Ja, sonst brennen sie nämlich an. Ich mag den Humor. Wir müssen ja noch das Kochbuch lesen, also das Backbuch, um nochmal die Kekse herauszufinden. Das wird ja später wichtig sein. Nochmal wegen der Kekse. Robert, lass es. Aber... Nein, ich meine es ernst. Du kannst Kekse haben, wenn wir die Welt gerettet haben. Na fein. Es gibt Kekse, wenn man die Welt rettet? Warum haben wir doch noch den Klimawandel? Kekse her, los. Wegen den Gästeausweisen. Was genau kann man denn damit machen? Nun, was genau würdet ihr denn gerne damit machen? Wir können uns damit in der Ruine umsehen? Nein, tut mir leid. Damit kann man nur in den Innenhof. Aber warum hast du dann gefragt, was... Der Gästeausweis berechtigt den Besucher, nur den Innenhof zu besuchen. Steht leider so in den Vorschriften. Und wer hat sich diese beknackten Vorschriften ausgedacht? Ich... Wie kommen wir denn in die Windkapelle? Nur mit den goldenen Ausweisen. Oh, okay. Und wo bekommen wir die? Die bekommt man nicht. Die hat man einfach. Ach so. Und wer, hat so einen goldenen Ausweis? Die Familie. Welche Familie? Die Familie, die hier mal gelebt hat. Also die Versteinerten. Die Familie lebt noch! Sie werden jeden Moment zurückkommen! Okay, ganz ruhig. Keine hastigen Bewegungen. Gut, also wir können in den Innenhof und die müssen wir uns selbst erhalten, herstellen. Wegen des goldenen Tickets. Damit könnten wir also in die Windkapelle. Genau! Und wenn wir einfach so reingehen? Ich bin der Einzige, der den geheimen Schlüssel hat, um den Saal zu öffnen. Du meinst den vor dir auf der Theke? Ja, es steht sogar auf der Schatulle. Geheimer
Ohne die goldenen Ausweise lasse ich euch nicht rein. Habt ihr die goldenen Ausweise? Nein. Dann lasse ich euch nicht rein. Wir müssen ganz viel Willy Wonka Schokolade kaufen. So Lied müssen wir nicht nochmal anklicken, dann wird das nur nochmal vorspielen. Wenn wir also diese goldenen Ausweise hätten. Oh, ihr habt also die goldenen Ausweise. Ja. Aber Laura, das stimmt doch gar nicht. Psst. Dürfte ich die Ausweise mal sehen? Ich habe sie zu Hause vergessen. Woher sollte ich dann... Okay, wir haben gelogen. Es tut uns leid. Wir wollten doch nur unbedingt in die Kapelle. Es tut mir so leid. Wow, du bist echt anständig, was? Zutritt verweigert! Wir haben sie doch? Stimmt nicht. Ihr bleibt draußen. Na, Robert. Was passiert, wenn ich nochmal raufklicke? Können wir nicht auch ohne die goldenen Ausweise in die Windkapelle? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann will jeder einfach so rein. Aber wer denn? Hier ist doch niemand. Es könnte jeden Moment jemand kommen. Ja, ich sehe die Besucherschlange im Wald. Zumal, das hier ist mitten im dunkelsten Wald. Wir haben sogar eine Karte gebraucht, um hierher zu kommen. Hier wird niemand kommen. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Was? Du hast uns diese blöden Ausweise doch eben selbst... Ja, haben wir. Dann gerne. Bitte folgen Sie mir.